Pauline, meine Puppe hat ein neues Kleid. Ist das nicht voll schön? Oh, wie toll. Ich will das auch haben. Guck mal, meine Sandburg ist viel größer als deine. Das stimmt doch gar nicht. Du bist nur neidisch. Guck doch, das ist viel höher als deins und spitzer. Es ist wie ein Traum, ein Ort, an dem wir unsere Sorgen vergessen können. Du warst 7 Jahre lang im Koma. In dieser Zeit hat sich so viel verändert. Guten Tag. Es freut mich, dass du wach bist. Wie fühlst du dich denn? Du bist ganz in Ordnung. Okay, das ist gut. Dann informiere ich jetzt deine Eltern und dann folgt die Untersuchung. Okay. Ich habe eben nochmal mit der Ärztin geredet und sie meinte, dass das Erstaunliches fortschritt. Aber warum ist alles so anders draußen? Die Stadt, der Park, alles wird so verlassen und verschmutzt. Du warst 7 Jahre lang im Koma. Während dieser Zeit hat sich die Welt stark verändert. Der Klimawandel hatte massive Auswirkungen auf die Umwelt und alles hat sich verschlechtert. Wie konnte es bloß so weit kommen? Was ist los? Du siehst so traurig aus. Ich kann nicht verstehen, wie so etwas mit unserer Welt passieren konnte. Wer hat daran Schuld? Die Menschen haben die Umwelt stark belastet. Der Klimawandel und die große Umweltverschmutzung haben zu vielen Veränderungen geführt. Und die Natur hat auch sehr darunter gelitten. In den letzten 7 Jahren ist die Welt ganz anders geworden. Nicht nur deine Zeit im Koma hat uns verändert. Aber wie konnte das alles passieren? Die Natur wurde immer dreckiger und dreckiger. Aber die Menschen haben es ignoriert und nichts unternommen, bis es irgendwann zu spät war. Es gab immer mehr Naturkatastrophen, Wetterereignisse und viele Tier- und Pflanzenarten sind ausgestorben. Das alles hat hierzu geführt. Die Menschen versuchen jetzt, die Schäden zu reparieren, aber es ist ein sehr langer Weg. Ich glaube, dafür ist es bereits zu spät. Und was ist mit all unseren glücklichen Momenten? Die Welt hat sich zwar stark verändert, aber wir können weiterhin für eine schöne Welt sorgen. So wie früher. Wir waren schon immer ein Team und so wird es auch immer bleiben. Lass uns etwas tun. Für uns und für die Welt. Für uns und für die Welt. Damit unser Übermorgen nicht so wie Friedas Leben wird, müssen wir mit bedachter Achtsamkeit unsere Umwelt schützen. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung, ein wertvolles Übermorgen zu gestalten. Früher oder später werden wir die Auswirkungen unseres heutigen Handels spüren. Jeder einzelne von uns kann einen wertvollen Beitrag leisten. Für eine Zukunft, die wir mit Stolz weitergeben können.